Ich kenne einen prima Spieler, den ich im Leben nie vergesse. Der ist nicht groß, 1,70 bloß, und der heißt Uwe S. Manchmal kleine Fehler bei einem Querpass oder Stopp. Gib doch den Ball zu Uwe Seeler, denn er spielt Fußball mit dem Kopf. Wo ein Nationalspiel ist, fahren alle hin. Haben nur den tollen Schuss von Uwe S. im Sinn. Alle gehen zum Fußballplatz, jeder nimmt sich Zeit, weil man dort ein Spiel sehen kann, das jedes Herz erfreut. Uwe! Niemals einen Fehler, den stummt der Uwe erstmal vor. Dann gibt's bestimmt auch bald ein Tor. Macht er auch manchmal kleine Fehler bei einem Querpass oder Stopp. Gib doch den Ball zu Uwe Seeler, denn er spielt Fußball mit dem Kopf. Abstoß vom deutschen Tor. Schnellinger nimmt 3 Meter Anlauf, visiert den Ball in halbrechter Position, wo sich Schulz anbietet. Unser Außenläufer stoppt den Ball, Querpass zu Erhard. Kraus stoppt nach vorne, Vorlage zum deutschen Rechtsaußen. Der muss sich den Ball erst erkämpfen, dribbelt weiter bis zur Eckfahne, zieht die Flanke mit dem rechten Fuß zum Strafraum. Schön kommt der Ball herein, fällt auf den Elfmeterpunkt. Und jetzt geht's da oben, spielt den ersten Angreifer, schaut nach rechts, da steht Uwe Seeler frei. Der deutsche Mittelstürmer laut auf das Zuspiel, große Gelegenheit für ihn, abspielen zu Uwe. Gib doch den Ball zu Uwe Seeler, da machst du niemals einen Fehler. Den stimmt der Uwe erstmal vor. Dann gibt's bestimmt auch bald ein Tor. Macht er auch manchmal kleine Fehler bei einem Querpass oder Stopp. Gib doch den Ball zu Uwe